Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grounded. Oh, mal die Snacks hier vom Grill nehmen. Das Feuer ist gerade ausgegangen. Ist das generell jetzt aus? Nee. Geht von alleine irgendwann aus. Alles klar. Hat einen Timer drin, aus Brandschutzgründen. Wenn wir das Feuer unbeobachtet lassen oder unbeaufsichtigt, ne, dass da ja, unser Unterschlupf, dass der nicht wegbrennt, ne? Deswegen haben wir einen Timer gestellt, alles sicher. Oh, wir wollen sammeln. Ein bisschen Milbenpelz und ein paar Blattläuse. Das erinnert mich so ein bisschen an die Szene. Es gab ja mal diesen Godzilla-Teil, wo Godzilla halt cool aussah. Da war er so gräulich. Hier in New York war er da unterwegs. Und am Anfang vom Film, da stand der Typ in dieser Fährte drinne und sagte, dann ging es um den Beweis. Oder sie wollen eine Spur oder sie wollen was untersuchen. Und dann sagte der Offizier, sie stehen mittendrin. Dann guckt er sich um und sagt, ich sehe es nicht. Ich sehe sie gar nicht. Später kam er angeschissen. War das ein Fußabdruck? Welches? Es gibt kein Tier, das so eine großen Fußabdrücke hinterlässt. Bis dahin kannte er allerdings Godzilla noch nicht, ne? Ja, muss man dazu sagen. So, einer ist meiner. Und wir hören ja noch. Oh, da hinten. Ja, hier ist Marieke. Oh, die müssen wir auch noch platt machen. Da bin ich ja schon mal gespannt. Oh, upsala. Ich weiß nur nicht, welche Technik wir da anwenden wollen. Denn so ein Marienkäfer ist, das ist der Panzer der Natur. Wieso hältst du mehr als ein Pfeil aus hier? Du spinnst ja. Aber wo ist dein Freund? Den haben wir. Oh, eine erfolgreiche Jagd. Zeit für einen Stein. Ein Glücksstein. Können wir noch die Pilze abfarmen? Und Blattläuse. Wir brauchen Blattläuse. Und eigentlich auch noch eine Ameise. Das war nix. Und das wird nix. Hinterher, Ungetier. Oh, der war schlecht. Selbst für meine Verhältnisse kriegt ihn nicht geblockt. Ich brauche ein Schild. Oh, ich habe alle Plätze belegt. Es ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht. Was können wir entwerten? Den Rest brauchen wir. Dann können wir noch eine Blattlaus killen. Oder eine Milbe. Also für Milbenpelz haben wir ja auch noch ein bisschen Platz. Da haben wir auch schon was im Inventar. Ja, lass die Pilze stehen. Habe ich keinen Platz für. Obwohl, eigentlich könnte man Steine liegen lassen und Pilze mitnehmen. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Pilze sind tatsächlich ein zeitloses Nahrungsmittel, also die können wir immer essen. Und die laufen halt auch nicht ab, ne? Wieso haben wir denn hier keine Blattlaus mehr? Haben wir noch was zum Untersuchen? Ah, ja. Überstunden. Scheiße. Kackerfindung. Überstunden.
Es ist ja... Oh, neue Rezepte entziffert. Blasenhelm? Was ist Blasenhelm? Wofür ist das denn? Ein bisschen ärgerlich, dass man hier keine Beschreibung hat, wofür das ist. Glühwürmchen-Kopflampe. Wir schauen mal rein. Wenn wir jetzt hier auf den Blasenhelm gehen. Ein verbessertes Atemgerät, das versunkene Knochen und andere wasserabweisende Materialien kombiniert, um größere Luftblasen zu erzeugen, die eine noch längere Tauchzeit ermöglichen. Also der ist besser als Tauchanfänger. Tauchveteran. Oh, dafür brauchen wir versunkenen Knochen. Ja, den werden wir ja wahrscheinlich im Teich finden, ne? Okay. Ah, aber heute wollen wir erstmal kochen. Ich brauche dafür nur eine Blattlaus. Wenn man vom Teufel spricht. Nein! Nein! Der klettert sowieso gleich einen Baum hoch. Ist immer gar nicht so schlimm, wenn die weglaufen, bloß weglaufen lassen. Was habe ich denn jetzt schon wieder mitgenommen? Hat so viele Pilze. Immer weglaufen lassen, das macht uns gar nichts. Ui! Ah, nicht schon wieder ins Wasser. Ah. Wo bist du hin? Hier ist ein Pfeil. Verdammt, der ist weg. Der ist weg. Das habe ich versaut. Er ist ins Wasser gefallen. Verdorbenes Fleisch. Ja, das will ich ja nicht haben. Ne? Ich wollte ja eigentlich was anderes mir gönnen. Jetzt haben wir auch keine Fliegen mehr hier, ne? Ärgerlich. Nee. Der fällt ins Wasser, dann ist der kontaminiert und dann kann ich den gar nicht mehr richtig genießen. Kriege ich wieder Bauchschmerzen und Magen-Darm und dann kacke ich hier wieder alles voll. Ich möchte allerdings auch nicht unnötig von meiner Flasche trinken, muss ich sagen. Aber hier ist so ein idyllisches Plätzchen, also das sieht ganz gemütlich aus. Dann würde ich sagen, hier genehmigen wir uns einen Schluck. Tastes good. Ah. Das tat gut. Ah. Ran an die Arbeit. Bum, bum, bum. Oh, damit sind wir schon wieder voll. Mehr wie 6 können wir nicht. Noch nicht. Aber wenn ich erst die Fähigkeiten der Ameise habe, wenn ich erstmal genmanipuliert und mutiert bin, dann werde ich zu Ant-Man und dann kann ich das Zehnfache meines Gewichtes tragen. Damit auch 10-mal so viel Löwenzahn. Also ich muss echt sagen, so mit Wasser, das ist jetzt kein Problem mehr, ne? Einer reicht vollkommen hin. Geil.
So, dann wollen wir die Küche anschmeißen hier. Wir können einen Fliegenklatschus machen. Dafür brauchen wir Fliegendörrfleisch. Eichelbrocken Madenschleim oder wir machen das hier und dann brauchen wir Läuse Dörrfleisch. Geht nicht. Ich muss den erst braten. Ist doch kein Problem. Das sieht lecker aus. Und wir sind Koch. Da können wir ein Filetiermesser in der Hand nehmen, aber doch keine Axt. Gibt es Köche, die mit einer Axt irgendwie was kleinschneiden? Vielleicht irgend so ein Sternekoch oder so ein. Manchmal gibt es ja diese. Ja, wie so eine Art Event, dann wo wir eine Küche ganz besonders herausstechen. Und dann gibt es da immer ganz coole Kochs, die können ganz coolen Scheiß machen und benutzen die skurrilsten Sachen, um ganz geiles Essen zu machen. Wieso kann ich kein Läuse-Dörrfleisch verwenden? Habe ich nicht. Ein Läuse-Dörrfleisch. Also gegrillt zählt nicht. Wie dürre ich denn so ein Läusefleisch? Müssen wir da noch einen Kochtopf bauen oder sowas? Oder müssen wir da sowas Ähnliches bauen? Sowas Ähnliches wie ein Kochtopf? Und vielleicht ein Püriergerät? Nee. Püriert ist ja nicht gedörrt, ne? Das heißt, ich brauche einen Dörrautomaten. Wo kriege ich denn den her? Was ist das überhaupt? Oh, cool. Aber das werden wir ja wahrscheinlich nicht brauchen. Ja, Fleischstören. Da müssen wir uns mal schlau machen. Da kann ich jetzt so auf Anhieb. Also auf Anhieb wüsste ich jetzt nicht, wie ich da das Fleisch stören soll. Ohne Dörrautomaten. Achso, kleinen Moment. Das können wir ja auch schon machen. Müssen wir tatsächlich zweimal laufen. Und dann müssen wir auch. Ah, wir müssen noch so viel farmen. Wir brauchen noch so viele Materialien. Aber kein Problem. Gut, der Löwenzahn ist immer noch nicht nachgewachsen. Sehr schön. Löwenzahn. Brauchen Löwenzahn. Gut, wir können. Ich kann. Meine Taschen sind voll. Wir müssen mal einmal aussortieren hier. Was haben wir denn da überhaupt drinne? Die Eichelmaske, die können wir ja eigentlich auch wieder aufsetzen. Nice and safe. Bisschen sexy machen. Wir brauchen noch eine Lebensmittelkiste. Die würde ich in die Küche stellen, auch direkt. Was fehlt denn hier bei der Eicheschale, ne? Der Eicheschale fehlt da. Wie kann ich Pilze noch wegpacken und das hier und das hier, das hier und das da.
So, erstmal kann das weg, das weg, das weg, das weg. Das ist hier schon alles voll, ne? Dann nehmen wir das mit. Das und das kann hier raus. Dann kommt der da noch rein. Die Madenhaut. Das war's erstmal. Dann packen wir hier noch die Steine dazu. Oh, das ist ja jetzt doof, ne? Und jetzt haben wir hier die zwei Reihen voll. Ich glaube, ich brauche für die anderen Sachen eine eigene Kiste. Okay. Oh, und hier haben wir ja nur die Beine, die hier reinkommen. Können wir ja auch mal mit reinpacken. Brauchen wir jetzt nicht, ne? So. Und den Bogen. Dann kann das hier rüber. Und da bauen wir später nochmal einen Bogen draus. Das heißt, wir packen das auch hier rein. Und den Spinnbrocken nehmen wir mal raus. Dann haben wir hier noch Netzzeug. Da kommt das Netz rein. Das, der eine. Ne, warte, 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 warte. Den nehmen wir wieder mit. Der kann hier drinnen bleiben. Die können auch in unserer Tasche bleiben. Die können wir essen. Das können wir essen. Das läuft alles ab. Die nicht. Also können wir die eigentlich doch auspacken. Säuredrüse. Wo ordnen wir das denn erstmal mit ein? Und kommt die erstmal wieder in die Schlammkiste. So, und da ist ja noch ein Platz frei. Machen wir uns das jetzt hier mal ein bisschen einfacher. Gut. Die nehmen wir. Wozu eigentlich grobes Seil? Das kann ich auch so herstellen. Und der Rest vom Netz. Jetzt hat der das wieder aus der Kiste genommen. Ich raff das nicht. Mal geht das, mal muss ich die Sachen in meine Tasche stecken. Und die fünf können wir hier erstmal noch mit reinpacken. So. So. Dann können wir ja einmal in die Werkbank gucken. Was darf ich denn jetzt hier bauen an. Nee. Können wir uns einmal den Helm bauen? Die haben wir. Rote Ameisen-Knieschoner wäre noch das Letzte, was wir bauen können, aber dafür fehlt uns jetzt Milbenpelz, Ameisenbrocken und Seil. Das heißt, wir müssen die Viecher weiter fertig machen. Wir müssen uns weiter mit den Ameisen anlegen. Jetzt kommt der raus, der rein. Dann können wir nämlich ein bisschen mehr tragen. Und oh, die sind schon beinahe hinüber. Ja, ich habe auch schon ordentlich auf den Latz gekriegt, ne? So, kommt die Maske hier erstmal hin. Den packen wir da hinten in den Poncho. Kann ich die irgendwie vergrößern, dass ich hier den Platz auch noch habe? Das wäre echt geil. Hier muss halt auch noch, hier müssen Kisten hin, ne, für Lebensmittel. Und, aber das machen wir noch alles. Und immer noch kein Löwenzahn hier. Ja, holen wir uns jetzt noch ein paar Ameisen und sagen, wir machen erstmal die Knieschoner oder gehen wir Richtung Milben, wobei es wird langsam dunkel. Dann würde ich sagen, wir holzen hier erstmal ein bisschen ab und holen uns noch die ein oder andere Ameise.
Und wenn wir die Milben holen, könnten wir ja auch oder müssten wir mal demnächst ein paar Eicheln holen. Oh, ich kann noch einen mitnehmen. Oh, hier liegt sogar einer. Aber egal. Wir nehmen mit, was wir kriegen. So. Hier hoch. Können wir die Palette einmal voll machen? Ja, jetzt hier im Dunkeln, das lohnt jetzt nicht. Wenn wir jetzt wieder unterwegs sind, dann ist die Wolfsspinne hier vorne wieder unterwegs und wir sehen nichts. Das hat wenig Wert. Also der Tageszyklus ist aber auch ziemlich kurz. Muss man ja sagen, ne? Aber wir wollen uns mal nicht beschweren. Immerhin haben wir überhaupt Sonne, ne? Es gibt andere Leute, die haben schon seit Jahren die Sonne nicht mehr gesehen. Was ich wohl kriege, wenn ich so eine Hummel da abschieße. Aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich eine Hummel sein soll oder eine Biene. Weil die haben ja hinten Stachel, ne? Mal, nehmen wir jetzt nur 5. Mehr haben wir nicht gekriegt. Wenn das eine Hummel ist, wie einfach kann ich die töten? Wie viel Gegenwehr bekomme ich? Und wenn es eine Biene ist, bin ich definitiv am Arsch. Also dann brauche ich mich mit dem gar nicht anlegen. Also vor allem nicht unter den Voraussetzungen, die gerade herrschen. Oh, wir machen ja eine Ameisenrüstung. Da fällt mir ein... Ich bin der Meinung, mitbekommen zu haben, dass wir mit der Ameisenrüstung in den Ameisenbau gehen können, ohne dass uns die Ameisen angreifen. Das heißt, wenn wir die Ameisenrüstung fertig haben, wäre der Ameisen... Oh, Entschuldigung. Dann wäre der Ameisenbau ja eigentlich so eine Versuchung wert, da mal reinzugucken. Waren das nur noch die 3? Oder so. Und so, oder? Und zack, zack, zack. Immer noch ein Platz frei. Und mehr haben wir nicht gekriegt, ne? Nur 3 Planken. Naja. 3 ist immer noch besser als 2. Ne? Ja, jetzt, wo wir 7 Planken nehmen können statt 5, kommt mir das auch wesentlich schneller vor, diese ganzen Paletten voll zu machen. Ne? Ja. Weihnachten steht jetzt auch demnächst vor der Tür. Oh, ich hoffe, ich war artig. Ich hätte gern neuen RAM und eine AIO würde ich mir gerne zulegen. Vom Weihnachtsmann kriegen. Das wäre natürlich schon schön, ne? It's no women crime, but it's better than nothing. So. Können wir denn noch eine Fackel herstellen? Habe ich dafür alle Ute und Siegen beisammen? Nö. Habe ich nicht. Zählen die Kisten bis hier unten? Höchstwahrscheinlich nicht.
Saft hätte ich sogar. Mir fehlt Sprössling, Seil. Seil können wir herstellen. Jetzt können wir Seil nicht mehr herstellen, aber mir fehlt auch trockener Grasbrocken. Dann nehmen wir mal den Sprössling. Was ist das? Hier liegt doch was. Ah ne, das ist ein abgenagter Grashalm. Dann abgeholzter. Hier haben wir noch einen trockenen Grasbrocken, aber das ist nur einer und wir brauchen drei, ne? Aber wenn wir den gehabt haben... Man sieht das im Dunkeln immer so richtig toll, wenn alles hauptsächlich schwarz und dunkel ist. Ja, so wie das da hier vertrocknet. Das fällt dann immer richtig gut auf in der Masse. Gut, davon haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Ach, wunderbar, Wunderbärchen. Ja. Hey there, buddy. Haben wir das jetzt auch gelöst. Nehmen wir vorsichtshalber schon mal wieder ein bisschen Grünzeug. Bisschen Salat. Können wir hier noch ein bisschen abholzen. Na? Wir sind cool, oder? Ja, man müsste jetzt beim nächsten Step eigentlich noch mal zu der Eiche gehen. Und ein paar Eichen holen, damit man vernünftige Kisten bauen kann. Und dann brauchen wir eine Strategie, wie wir einen Marienkäfer platt machen können. Ich sag mal, den einzubauen, ja, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn wir einen Marienkäfer haben und er schläft, dass wir da vier Wände drum zimmern. Ein kleines Podest daneben machen. Und den von oben einfach beschießen, bis er tot ist. Aber ich denke mal, die Wände würden höchstwahrscheinlich früher oder später nachgeben. Also die würden wir auch nicht auf unbegrenzte Zeit, ja, bestehen haben. Ich gehe mal davon aus, wir würden den Marienkäfer vielleicht auf halbes Leben runterholen und dann hat er die Wände kaputt gemacht. Und wir sind tot. Dann müssen wir wahrscheinlich ein paar mehr Wände machen. Aber das wäre bei unserem jetzigen Equipment, also der Ausstattung, die wir sowieso haben, glaube ich, die einzige realistische Variante, einen Marienkäfer zu töten. So werfen die Grashalme denn nichts mehr ab? Jetzt hier mit zwei Gräsern habe ich gerade mal fünf Planken. Ja. Das ist ja praktisch. Damit haben wir sieben und einer ist gleich oben geblieben. Das finde ich gut. Das spart Zeit. Wo haben wir? Ah, das hat's rausgehauen. Ah, dann haben wir doch genug Zeit, ein bisschen was zu essen. Ne? Die Pause haben wir uns verdient. Also würde ich jetzt behaupten. Ah, das war gut. Komme ich da ran? Jetzt die ganze Nacht wieder hier Gräser abbauen.
Ich weiß ja nicht. Was war denn das? Was hast du denn da gemacht? Wieso hat denn der den ganzen Stapel gesteckt? Also. Ist schon anstrengend, ne? Ich meine hier, wenn man sich uns mal anguckt hier. Da sind wir aber ordentlich bepackt, ne? Ich mag die Sicht tatsächlich lieber. Oh. Zack, zack, zack. That was refreshing. Ah, haben wir ihn doch noch gekriegt. Den Wassertropfen. Auch wenn er erst nicht wollte. Aber was wir hier gar nicht kriegen, ist neuer Löwenzahn hier. Ein bisschen Dünger hinschmeißen. Kann doch nicht sein. Ich wollte hier schon längst abgeholzt haben. Da muss man echt, da müssen wir uns mal was einfallen lassen. Ne? Ein bisschen Dünger. Ein bisschen mehr Dünger. Mehr Dünger. Aus dem Pazifik. Und womit düngst du denn Rasen? Boah, ich habe mehr Dünger. Viel mehr? Ja, ja. Aus dem Pazifik. Mit Schildkrötenresten und Müll. Alte PET-Flaschen. Damit mache ich meinen eigenen Treibhauseffekt im Garten. Schmeiß die auf den Rasen, kriege Kondensatwasser und schon habe ich ein Mini-Gewächshaus. Wow! Das hat es jetzt rausgehauen. Ich bin stolz auf mich. Ja? Ich sollte einen Orden kriegen. Frag mich ja so ein bisschen, wenn ich hier alles abholze, ne? Und da steht auf so einem richtig fetten, großen Stein. Können wir mehr Rasen abbauen. Steht auf einmal so eine so eine Grashalm-Löwenzahn-Burg mit Brücke. Voll beleuchtet von innen. Ja, so einen halben Meter hoch. Das muss doch einer sehen. Da müssen sich doch die Leute Gedanken machen und sagen, was ist das? Wie kommt das da hin? Und wo ist mein Rasen? Aber höchstwahrscheinlich, da guckt man dann aus dem Fenster und dann denkt man so, oh geil, Sommer ist schon fast vorbei und ich musste nicht ein einziges Mal Rasen mähen. Dann wird das wieder richtig schön hingenommen hier, meine ganze Arbeit. Und wie kriege ich das vergütet? Gar nicht. Nicht ein Cent kriege ich hier für meine Mühe. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Einen hätten wir noch Platz. Haben wir noch einen liegen? Leider. Ja, da hinten. Angry Ant over there. Warum ist die angry? Ey, wir sind fast verwandt. Ich habe deine Verwandten abgeschlachtet und mich wie ihr angezogen. Also ich bin quasi du. Weiß nicht, warum die immer sauer auf mich sind. Ja. Ja, manche Sachen kann man leider gar nicht abbauen. Aber ist ja kein Problem nicht. Oh,
Der hat aber schön was fallen lassen hier. Grasflöckchen, Grünröckchen, wann kommst du geschneit? Wir sind mitten im Sommer und ich bin alleine im Wald. Riesenameise, hässlicher Käfer machen mir das Leben schwer. Ach, wie schön es doch wäre, wenn ich wieder groß wäre. Könnt ihr nämlich auf euch rauftreten und ihr könntet mir gar nichts. Denn wäre ich Gott. Oh, dann nehmen wir das nochmal mit. Bisschen Größenwahn. Tut mir leid. Oh. Müssen wir den hier nochmal weghauen und dann haben wir eigentlich nochmal die Tasche voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Absolutes Maximum. Eigentlich wollte ich jetzt aufhören. Ich würde sagen, man kann ja hier noch mal ein bisschen, also die letzte Palette. Das ist natürlich sehr spannend, jetzt hier zuzugucken, wie man die ganze Zeit Rasen abbaut, aber das muss nun mal auch gemacht werden. Ja. Den, das, das. Oh, der hat aber viel abgeworfen diesmal. Und wieder hoch. Ich müsste hier echt mal eine Treppe hinbauen. Das sieht, also es wirkt bestimmt wesentlich eleganter. So irgend so ein Aufgang oder sowas. Und was mich auch tierisch interessiert, ich würde gern wissen, wie das dann mit diesen Seilbahnen später funktioniert. Weil ich werde ja hier nicht einfach so ein Gestänge hinbauen, sage ich jetzt mal, und dann baue ich irgendwo anders weiter oben ein Gestänge hin und habe automatisch eine Seilbahn. Da wird ja, gehe ich jetzt mal von aus, ich muss ja das Seil auch irgendwie spannen. Und da bin ich noch ein bisschen gespannt, wie das genau funktioniert. Ob ich da auch so bauen kann wie hier oder ob ich denn da mit dem Seil rüberlaufen muss. Ich bin jetzt echt davon ausgegangen, wenn das so ein dreigeteiltes Stück Rasen ist, dass der wesentlich mehr abwirft wie so ein einzelner Grashalm, aber dem ist wohl nicht so. Wird bald wieder Tag. Das wird auch Zeit. Wir brauchen noch Eicheln und... Komm, die ist doch ab. So auf die drei Blätter hier, ne? Die holen wir jetzt nicht. Aber dann können wir morgen ein paar Eicheln holen vom Baum. Das wäre schon mal praktisch. Dann können wir eine Essensküche, Kiste in der Küche machen. Und wir brauchen noch mehr Löwenzahn. Und die Schwimmflossen würde ich mir gerne gönnen. Damit wir nach den Knochen gucken können, um den verbesserten Tauchhelm zu finden. Damit wir die, den Superchip im Teich finden können. Das wäre natürlich noch mega praktisch. Ich muss jetzt nochmal gucken hier, was habe ich noch in den Taschen? Inventar. Nichts Besonderes, also nichts, was wir jetzt zwanghaft loswerden müssen. Wenn ich frage mich, wenn ich diese Krähe mit einem Bogen beschieße, greift die mich an? Kriegt die das überhaupt mit? Und wenn die das mitkriegt und mich tötet, logischerweise, was hat die für einen Lebensbalken? Aus meiner Position, weil ich piek sie mit einem Dorn, ja? Das ist ein Splitter, den ich ihr ins Gefieder werfe.
Oder werfen würde. Warum ist hier kein Wasser mehr dazu gekommen? Hm. Kuriel. Naja, ist auf jeden Fall noch viel Arbeit vor uns, aber wir kommen ja so Stück für Stück immer peu à peu voran. Wir haben jetzt hier schon unsere Küche, die wir nicht benutzen können. Weil wir zum Kochen leider Läuse-Dörrfleisch brauchen. Ich weiß noch weiß ich nicht, wie ich das dürre. Aber das kriegen wir auch noch mit. Das kriegen wir noch alles hin, da mache ich mir keine Gedanken. Und bis dahin werden wir uns erstmal ausstatten, ne? Wir müssen ja noch ein paar Mal im Teich. Dann müssen wir noch ein bisschen was bauen und ein bisschen Löwenzahn. Wenn wir welchen kriegen. It's no women crime, but it's better than nothing. Au. Die Spinne ist wieder wach. Naja, schön, schön. So ist das. Oh, der ist auch schon fertig. Oh, das können wir auch noch mal eben wegsortieren. Und zack. Und zack. Damit sehen unsere Kisten doch schon richtig. So langsam nimmt das so ein bisschen Gestalt an, ne? Ein bisschen sortiert. Langsam, aber sicher. Gut Ding will Weile haben. Wir haben ja hier noch einiges vor. Das kriegen wir schon hin. Tja. Aber ein herrlicher Ausblick, oder? Also wenn man so überlegt, man würde hier wohnen. Ein herrlicher Ausblick. So ein bisschen, als ob man den Serengeti-Park direkt hinten am Haus hätte. Man ist auch so ein bisschen höher gesetzt, hier durchs Fenster guckend, da ist auch die Spinne gar nicht mehr so schlimm. Oder die Ameise. Da sieht es einfach nur idyllisch aus. Gut. Das war auf jeden Fall eine weitere Folge Grounded. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.